So, jetzt das Übungsvideo. Und jetzt nehmen wir uns gleich mal eine Aufgabe. Ich mache mal kurz Pause und schreibe die Aufgabe hin. So, jetzt habe ich die Aufgabe hingeschrieben, die heißt, und wenn man die Zahl richtig lesen will, ne, macht man sich hier oben ein Hochkomma, sagt man dazu, abgetrennt, und sagt, das sind 21.168 geteilt durch 56. Ihr zu Hause, beziehungsweise wir hier im Unterricht, ihr drückt jetzt die Pause-Taste, rechnet die Aufgabe selber und dann werdet ihr sehen, wie wir sie gerechnet haben hier in der Schule. So, jetzt haben wir in die Pause reingearbeitet. Hier ist die Lösung, 378. Hier drüben, das ist das hier. Da hat sich unser Schüler, der das eben hier gelöst hat, hat er sich immer seine Nebenrechnung gemacht, hat er sich immer überlegt. Ne? Hat er aus 211 hat er 210 gemacht, aus der 56 ist 60. Gut, ich mache mal Pause, schreibe die nächste Aufgabe auf, aber wir hier machen jetzt erstmal richtig Pause. Ja. Gut, jetzt haben wir folgende Zahl. Ich mache mal wieder Trennpunkte hier hin. Ich mache sie mal oben rot hin, dann sieht man das besser. Ne? Alle drei Ziffern nach vorne gesehen. Die Zahl heißt also 3.284.125 geteilt durch 47. Zu Hause jetzt Pause-Taste drücken, die Aufgabe abschreiben, ausrechnen. Wir melden uns dann mit der Lösung wieder. So, jetzt hat uns eine Schülerin das ausgerechnet und hat gemerkt, hier hat sie sich verschätzt, hat sie gesagt, 4 mal 47, oh, hier bleiben wir 47 übrig, das hätte ja 5 mal gepasst. Entweder, es gibt zwei Wege, entweder ich sage okay und schmiere hier drüber, wie so ein Teufel. Das geht auch. Wenn ich mich direkt um 1 verschätzt habe, hat es nicht 4 mal, sondern noch einmal mehr, also 5 mal reingepasst. Oder ich schmiere nicht drüber, sondern ich schreibe die 1 noch drunter und zähle zusammen. Dann ist die Zahl nicht geschmiert, dann kann ich hier zusammenzählen und kann das Ergebnis hier nochmal darstellen. Wenn man sich verschätzt hat, rechnet man 1 dazu. Entweder man schmiert oder man macht es nochmal so. Also diese 1, die hier noch übrig blieb, wäre Rest 47, aber 47 geht durch 47. So, kurze Pause. Ich schreibe eine neue Aufgabe hin. Und zwar die Aufgabe, ne, man kann wieder trennen, 340.938 geteilt durch 39. Und zu Hause wieder Pause drücken und dann aufs Ergebnis warten. Hier ist das Ergebnis, 8742 oder 8742. Eins haben wir alle gemerkt, man muss runden können. Gucken wir es uns mal an. Hier 290 durch 40, da kann man sagen, ne, das wird 7 mal 4 ist 28, 29 durch 4 und so weiter. Das geht alles. Aber man scheitert bei solchen Aufgaben absolut, wenn man das 1x1 nicht beherrscht. Und ich zeige euch jetzt nochmal eine Methode, anhand derer man das 1x1 in ein paar Minuten lernen kann. Das muss man auswendig können. Wenn das nicht klappt, funktioniert es nicht. Nochmal, wo ist der Vorteil des 1x1? Ich werde dann also hier einen Verweis machen auf dieses Video. Der Vorteil, wenn ich zum Beispiel weiß, dass 3 mal 9 gleich 27 ist, ist, dass ich auch sagen kann, 27 rückwärts gerechnet durch 9 ist 3 oder 27 durch 3, dann bleibt die 9 übrig. Man sagt dazu Zahlentripel. Tripel, tri heißt 3. Erste, zweite, dritte, die gehören alle drei zusammen. 3 mal 9 ist 27. Ich zeige dann gleich die Methode. Ich mache an dieser Stelle dieses Übungsvideo hier erstmal dicht. Nächster Teil nochmal schnell zum 1x1 und dann können wir gleich weitermachen.